Und zwar möchte ich einfach mal so ein bisschen darauf hinweisen, was wir alles Gutes in unserem Land haben, auf was wir uns auch mal besinnen sollten, was wir fördern sollten und dass wir uns selber körperlich und geistig fit machen und auch uns politisch fit machen und engagieren. Denn so wie das beim Körper so ist, wenn ich irgendwie alle 4 Jahre einmal ein hartes Workout mache, das reicht nicht. Das ist auch so. Es reicht nicht, dass ich mich irgendwie kurz vor der Wahl einmal irgendwie informiere und dann denke, oh, ich habe mich ja politisch engagiert. Das reicht nicht. Ich muss das regelmäßig machen. Und dazu wäre es eben halt sehr, sehr wichtig, auf die Straße zu gehen und für unser Grundgesetz einzustehen. Das heißt, für das Miteinander, für das Asylrecht, gegen rechte Politik, ja? Weil rechte Politik ist in der letzten Zeit nur noch geworden, so nach dem Motto, da hast du dann irgendwie einen Funktionär oder einen Manager, einen Arbeiter und irgendeinen Bürgergeldempfänger oder Asylanten. Also je nachdem, was du sehen willst. So, und da gibt es dann eben halt 100 Kekse. Der Manager, der schnappt sich dann irgendwie 99 Kekse von den 100, hält einen noch in der Hand, den Rest hat er hier hinten in der Tasche drin. Und dann sagt er zu dem Arbeiter, boah, schnapp dir schnell mal den Keks, der Bürgergeldempfänger, den es dreckig geht, oder der Asylante, der will dir den letzten Keks wegnehmen. Ja? Und an diesem Witz ist leider was dran. So, und das ist der Grund, warum wir uns wirklich damit beschäftigen müssen mit der Politik. Schämst du dich nicht? Warum sollte ich mich... Nee, ich bin kein AfD-Wähler. So. Und Celino, warum schämen? ich finde das immer so lustig. Ich werde immer zum linken Spektrum gerechnet. Und dabei denke ich einfach nur, Jungs, das, wofür ich mich engagiere, das ist einfach ein gutes Zusammenleben und Menschlichkeit. Wenn du das links nennst, ist mir das völlig schnuppe. Ich weiß, wofür ich mich einsetze.